Habidere mir san Manu und Manu von Labras Banda. Wir spielen Blasmusik aus der ganzen Welt mit bayerischen Texten und zum Tanzen. Wir könnten quasi auch Englisch singen, wenn wir Englisch singen könnten. Aber die Sprache, quasi das Bayerisch, ist als zum Singen einfach viel besser geeignet als jetzt Hochdeutsch. Und wie du gesagt hast, also es ist wie ein Instrument, wie bei uns die Stimme vorkommt. Und die Texte sind im Booklet dann nochmal erklärt auf der CD, wer unbedingt nachlesen möchte. Und das in Hochdeutsch? Nein, in Bayerisch. In Bayerisch. In Lautschrift. In laut geschriebenem Bayerisch. Große Inspiration war schon diese Balkanmusik, die damals in die Clubs gekommen ist, die wir dann eigentlich schon am Anfang ziemlich übernommen haben, weil das die einzige Musikform war, wo Bläser dabei waren oder hauptsächlich Bläser gespielt haben, die aber im Club funktioniert hat und die jungen Leute sind halt drauf abgegangen. Das war eine Urinspiration und dann ging es natürlich los, wie groß muss denn die Band sein, damit wir das irgendwie auf der Bühne transportieren können. Also wir haben erst am Anfang DJ zusammengespielt, einfach dazu geaddet halt im Club, also die ganze Zeit Balkan durch und dann kommt der Live-Trompete und die Leute steigen total aus. Und dann merkst du, hey, das wäre geil als Band zu haben, irgendwie alles selber zu spielen. Und dann haben wir uns zusammengefunden, da waren wir 4 Leute am Anfang, also wir haben uns kennt vom Studium und haben eine Probe einmal gehabt zu viert und haben gesagt, eigentlich reicht es schon. Tuba, Posaune, Trompete, Schlagzeug, perfekt, mehr braucht man nicht. Also du kannst natürlich jede Stelle ja doppelt besetzen und vierfach oder so, aber eigentlich hat sich dann die Besetzung so rausgestellt und der Ebers ist dann natürlich noch dazugekommen. Wir haben dafür Gitarre und Keyboard wegrationalisiert, weil wir es uns sonst auch nicht leisten hätten. Nein, das ist, glaube ich, das Lustige, glaube ich, auch, dass, an unserer Besetzung. Das war schon ein Experiment am Anfang, weil normalerweise, wenn du so eine Bläser-Brassband machst, brauchst du so mindestens 7 Leute eigentlich, damit du die Arrangements wirklich sinnvoll gestalten kannst. Und wir haben aber probiert, das wirklich zu 5 zu machen, um wirklich jede Stimme nur einmal zu besetzen. Teilweise ist dann E-Bass und Tuba gedoppelt, aber das ist eigentlich die einzige Möglichkeit der Doppelung bei uns gewesen. Und das hat uns dann, glaube ich, auch irgendwie zu was gemacht, das so ein bisschen raussticht. Weil wir dann das Ganze eben nicht über musikalische Möglichkeiten gemacht haben auf der Bühne, sondern einfach über Kraft und über Energie. Und das, glaube ich, haben die Leute dann irgendwie gespürt, dass da eine Band auf der Bühne ist, die eigentlich nicht funktionieren kann, aber die ist trotzdem unbedingt wohl. Und das haben die Leute dann gespürt, glaube ich. Nö, das denken die Leute jetzt, weil der Titel des Albums ist Europa. Und es sind einige Songtitel dabei, die nach europäischen Ländern oder Städten benannt sind. Aber das Konzept existiert eigentlich nicht so. Also da ist kein Überbau irgendwie theoretischer. Ich glaube, was man hört, ist, dass das erste Album ist, für das wir uns wirklich Zeit genommen haben. Also die ersten beiden waren super lustig, aber waren ziemlich Schnellschüsse eigentlich immer. Das erste haben wir so irgendwie in 2-3 Monaten irgendwie reinzimmert und fürs zweite haben wir nur 2 Monate Zeit gehabt zwischen 2 Tourblöcken. Und jetzt haben wir die letzten 1,5 Jahre eigentlich fast gar nicht gespielt, haben nur 5 Auftritte letztes Jahr gehabt und haben uns wirklich auch Zeit genommen, ein gutes Jahr, um da was Schönes zu machen, dass die Leute dann auch ein schönes Ergebnis in der Hand halten. Ich glaube, das hört man und ansonsten haben wir einfach musikalisch viel rumprobiert, auch noch weiter geforscht in Richtung Elektro, wo immer schon sehr spannend war für uns, die Elektromusik mit akustischen Instrumenten irgendwie zu verwirklichen. Und da haben wir so ein bisschen noch tiefer reingegangen und teilweise aber auch wieder auf Sachen zurückgekommen, die schon beim allerersten Album super funktioniert haben. Also es ist eigentlich entstanden aus der Praxis heraus und hat sich dann einfach auch so eingespielt, weil es so wahnsinnig angenehm ist. Also das Barfußlaufen ist ein schönes Gefühl und man spürt die Erden wirklich besser, auch beim Konzert.
auch wenn es da meistens Holz oder Teppichboden ist, man spürt es einfach besser. Man spürt die Vibrationen vom Subwoofer und das ist schon geil. Aber entstanden ist das Ganze eigentlich aus der Praxis heraus, weil wir ganz am Anfang halt mit einem kleinen Auto auf Tour gegangen sind. So ein ganz handelsüblicher Kombi. Und haben den Kofferraum halt komplett voll gehabt mit Instrumente und haben keinen Platz für Gepäck mehr gehabt. Und dann haben wir halt quasi Hosen braucht, die man nie waschen muss. Und haben irgendwie verhindern müssen, dass einfach das Auto stinkt wie die Seuche von die Schuhe, die man auszieht. Und so ist es eigentlich aufgekommen. Da sind wir dann nach Kroatien und Bosnien runtergefahren und Italien. Und da haben wir eigentlich das erste Mal dann das zum Schätzen gelernt, weil das so geil ist mit Lederhosen und Barfuß, weil da kommt kein so schlimmer Gestank auf als mit die anderen Sachen. Du musst, damit du quasi diese ganzen Arrangements über den Haufen werfen kannst, musst du die irgendwann mal gut eingeübt haben. Und das haben wir ehrlich gesagt am Anfang auch nicht wirklich im Proberaum gemacht, sondern immer halt draußen vor die Leute. Und wir haben immer gerne spontan Konzerte gegeben, weil das ja auch möglich ist in der Besetzung ohne Strom. Also dann zur Not mit so einem kleinen E-Bass-Verstärker noch dabei. Und das hat es von Anfang an gebracht für uns, dass wir uns jetzt halt völlig blind aufeinander verlassen können. Und das ist ganz egal, ob das im Stadion ist oder im Rundfunkstudio oder so. Es kann immer passieren, das wissen wir, dass einfach der Song in eine völlig andere Richtung abdriftet. Und das macht auch Spaß. Ja, da waren schon Momente dabei, die ganz schön tief gegangen sind. Also ich kann mich zum Beispiel nur erinnern, wir waren in Simbabwe 2009. Und das war auch so über die deutsche Botschaft und voll nett und schön, dass die das uns möglich gemacht haben. Aber im Endeffekt waren wir dann da in der Botschaft und du merkst halt, als Musiker bist dann in der Politik, das ist nicht unsere Welt. Und dann sind wir da, stehen wir so drin und sagen, ja, wir würden gerne mal rausfahren zu die echten Leute und da in so ein Township gehen. Und dann haben die zuerst mal ganz schockiert und so, aber ihr dürft bitte keinen anlangen und das ist ganz gefährlich und so weiter. Und dann fährst du da raus und dann kommen die Kinder, die teilweise einfach HIV-positiv sind und dann kommen die auf die zu und du kannst gar nicht anders. Also das ist Wahnsinn, was da dann dir an Liebe entgegenkommt. Das ist völlig überwältigend gewesen damals. Der Manu ist ja quasi Koch, also Bandkoch. Ohne Manu würde man gar nicht so im Saft stehen, wie man es. Ich gebe mir Mühe, tun, ja. Und ich glaube, deswegen tut er sich ja schwer, ein Gericht hervorzuheben. Bei mir ist es eigentlich ähnlich. Die einfachen Sachen sind oft die besten. Also gerade wenn man dann in andere Länder geht und du merkst, die kochen mit da sind nur Tomaten, aber die Tomaten schmecken halt saugut in Italien oder in Griechenland. Ja? Und dann haben sie ein gutes Olivenöl und dann reicht es. Dann schneidest du noch eine Zwiebel dazu und dann ist das ein super Essen. Gerade im Sommer braucht man eigentlich nichts. Also oder was momentan ein Wahnsinn ist, ist so frisches Brot mit Butter und Schnittlauch. Ja. Es gibt nichts Besseres. Butter. Butter. So, also frische Butter, ja. wenn du am Bauernhof... Doppelraumstufe. Genau. Ich hätte zurzeit so eine fixe Idee, ich würde wahnsinnig gerne mal nach Irland, weil mich das schon lange fasziniert und das Land. Und ich habe es aber noch nicht geschafft. Und zurzeit verzeiht mir jeder, dass er gerade in Irland war oder kommt. Und ich glaube, da ist eine sehr interessante Volksmusikszene auch in Irland. Und das da ich eigentlich. Und vielleicht schaffen wir das mal mit der Band, dass man das. Super Butter gibt es in Irland. Also interessant wäre es, wenn man uns live erlebt, glaube ich. Also weil dann siehst du, dass wir das wirklich mit diesen paar Instrumenten auf der Bühne irgendwie so umsetzen können und auch von einem Stil, in einem Song irgendwie Stilwechsel drin haben können. Also dass das eine Tyler-Reggae-Nummer ist, aber es kann dann ganz schnell irgendwie, ist irgendwie ein bisschen Fahrt, ziehen wir ein bisschen am Tempo an und dann ist halt doch Ska oder so. Also da kann alles passieren und ich glaube, dass das eigentlich
das ist, was die Leute am meisten flasht, wenn sie beim Konzert sind und sehen, hey, das kommt wirklich da aus die Typen raus. Also ich höre ganz gern so alte Rock'n'Roll-Geschichten oder auch Blues, und aber versuche mich ja ganz, ganz weit aufzustellen eigentlich. Also im Studium ist man oft so ein bisschen ein Fachdepp und du bist dann so drin in der Szene. Also ich habe Jazzmusik studiert und habe zu der Zeit dann halt nur mich über Jazz informiert eigentlich und habe dann nach dem Studium gemerkt, dass das eigentlich total schade ist, weil es so viel mehr Musik gibt und auch interessantere Musik als das, was ich da teilweise gehört habe. Und informiere mich einfach wahnsinnig gern jetzt mittlerweile auch über neue Sachen, die passieren. Jetzt muss ich mich outen. Ich habe mir neulich Jethro Tull CD gekauft. Welche? Minstrel in the Abbey oder so. Gallery. Ich habe noch so eine andere Band, wo ein Querflöter dabei ist und da kriege ich immer die Rückmeldung, hey, das ist doch wie Jethro Tull, und jetzt habe ich es mal auschecken müssen. Und es gibt wirklich Parallelen, ja. Aber das macht halt Spaß, dass man sich Sachen wirklich selber auch anhört. Also ich bin zum Beispiel kein Leser von Musikmagazinen oder so, weil ich das schwierig finde. Aber wenn ich irgendwas in den Handdruck krieg und da reiche, dann höre ich mir das gerne an und bilde mir dann eine Meinung dazu. Ich habe mir zwei super Platten gekauft, die jetzt rauf und runter laufen. Das eine ist Metronomy, die letzte, The English Riviera. Riviera. Und die zweite ist Low, ganz eine gute Band. Sehr gesangsorientiert, eigentlich wie so Crosby, Stills, Nash & Young heutzutage. Gefällt mir sehr gut, und clevere Texte. Und also ich habe eine Zeit lang echt wenig Musik gehört und mich auch nicht mehr damit beschäftigt, was jetzt neu rauskommt. Weil du hast dein Musikmagazin aufgeschlagen und jetzt mal dieselbe Story, jetzt hat wieder eine Band ein Rock'n'Roll neu erfunden, so, was ich nicht glaube seit den Strokes. Das waren die letzten, die es neu erfunden haben, ehrlich gesagt. Und deswegen. Bei mir kommt es gerade erst wieder, dass ich wirklich in den Plattenladen gehe und so richtig durch die Bank mir Zeug zuleg oder anhöre erstmal und dann kauf. Ja. Den Punkt, den wir eigentlich erreichen wollen, fand ich geil, wenn wir uns nicht mehr erklären müssen. Und es ist ja bei irgendeiner Größe oder Bekanntheitsgrad oder auch im Zeitraum, den eine Band hinter sich hat, ist es ja so. Niemand würde die Ärzte fragen, hey, warum spielst du im Stehen Schlagzeug? Da würde der Bela sagen so, hey, Alter, die Frage vor 30 Jahren war okay so, aber jetzt, weißt du, und dann kann man über interessante Sachen sprechen. Also wie wir jetzt, also ich finde es dann angenehmer, wenn man eben quasi die Sachen, die im Internet eh schon und überall in Presseinformationen eh schon drin sind, dann nicht ständig wieder irgendwie gefragt bekommt, weil dir fällt ja nichts Neues dazu ein. Also du zitierst dich selber und wirst langweilig auch. Für einen selber wird es halt, also man langweilt sich selbst.